von der Position aus entsperren? Warum? Du hast das Handy. Verschwinden wir! Der Reaktor hat meinen Freund getötet. Er muss abgeschaltet werden. Für immer. Ich brauche deine Hilfe. Bitte. Onkel Aaron? Okay. Bleib zurück. Danke. Okay. Uiuiui. Da. Piu. Miles, bist du okay? Ja. Ich blitze nur ein bisschen. Kannst du laufen? Yes. Oh, ich glaube, ich bin gestört. Kann ich? Uiuiuiuiuiui. Uiuiuiui, ich... ja, es ist nicht so gesund. Uiuiuiuiui. Nicht gut. Ich blitze ein bisschen. Das Handy. Oh nein. Energie nicht halten. Oh. Melde dich, Kleiner. Bist du okay? Ja, so ungefähr. Ich fühle mich, als hätte mich ein Zug überfahren. Aber wenigstens ist der Reaktor aus. Du bist fast raus. Oi, ich glaube nicht, dass es so einfach war. Oh, Anna! Einen wunderschönen guten Abend dir. Komm schon. Ich bin zu weit weg, um dir zu helfen. Oh, nicht gut. Zurück! Wir nehmen dich in Gewahrsam! Das, I don't like this. Wir sollen dich gefangen nehmen. Wieso? Was wollen die? Die studieren, dich verhören. Keine Ahnung, ganz egal. Lass es nicht zu. Der ist am Scheißschild. Aua! Wie viele seid ihr eigentlich? Nee, das kann nur ich. Entschuldigung. Hab ich hier noch irgendwo? Ja. Guck mal. Ach, Scheiße! Wie dumm war das denn jetzt? Ach, Chi. Du gehst mir auf den Sack. Schön steht er da zwei jetzt in der Ecke. Also, es ist traumhaft. Wirklich. Ihr macht es. Ey. Grandios. Finden und schnappt Spider-Man! Er ist verschwunden! Aua. Das System hat mich rausgeworfen. Huch. Eine Minute. Ich hol dich da raus. Aua. Okay. Aua. Uiuiuiui. Au. Tschüss und da bin ich weg. Yes, da bin ich weg. Darf ich da hoch? Danke. Leute, bleibt ruhig. Wir finden ihn. Neutralisiert das Ziel. Ja, komm näher zu mir. Komm noch ein Stück näher zu mir. Komm schon. Danke. Ja, komm noch ein Stück näher zu mir. Noch ein Stück. Und ja, Anna, mir geht's gut. So, ich bin nur gerade in einer Sequenz. Also in einem Kampf. Ach komm, fick dich doch. Der Feind ist still in the room. Du bist ja voll Stelz. Ja, schon, ne? Gib dir mal jemand Deckung. Möchtest du? Wer denn bitte? Es ist doch keiner mehr da. Das war's. Jetzt sollte klar sein, was Finn gegen Roxanne hat. Das stimmt allerdings. Wow. Das war super coole Tarntechnik. Das. Oh. Ihr habt doch vorhin schon gerade gemerkt, dass es keinen Sinn hat. Keine Sorge, wir erledigen die Kerle. Darüber mache ich mir keine Sorgen. Hier, darüber, was nach dem Treffen hier passiert. Einer weniger. Einer weniger. Oh
Achso, sonst bist du da. Oh, jetzt hat er mich gesehen, das ist aber nicht nett. Ja, er ist weg. Kann ich denn hier die nicht? Schau mal, Lauerangriff. Hui. Moment. Habe ich hier Sicherungskästen? Ja, nur den hier. Ist aber ungünstig. Oh, die zwei sind weg. Alles klar. Hast du da drüben zufällig Probleme? Ich helfe dir mal kurz, okay? Hui. Hui. Nein, gerade nicht. Aktuell. Nein. Hui. Aber an die Decke mit dir. Da hängt schon dein Kumpel. Ja, das weiß ich auch nicht. Am besten gar nicht. Hui. Guten Tag. Hui. Huch, da bin ich auch runtergefallen. Oh, das ist aber schade. Wo ist er denn da? Schau mal. Achso, ich kann ja sogar Boom machen. Schau mal, ich kann das sogar zweimal hintereinander. Hui. Und da bin ich unsichtbar. Ja, sowas. Hui, da bin ich weg. Welches Loch? Ach so. Hui. Entschuldigung, ich habe das Loch nicht gesehen. Wie natürlich keine Spinnfäden zieht, die er schwingt. Na, natürlich nicht. Vertraue niemandem und nimm die Maske nicht ab. Warte, bis Roxanne sich ein neues Ziel sucht. Das geht nicht. Ich muss Finn finden. Finn finden. Deine Freundin ist Tinkerer. Deshalb liegt dir so viel an der Sache. Nicht nur deshalb. Ich. New York zu beschützen ist mein Job. Das wäre jetzt lustig gewesen, hättest du jetzt nicht geduckt. Sag ihr, du willst dem Underground beitreten. Dachte, ich soll die Maske nicht abnehmen. Sag ihr nicht, dass du Spider-Man bist. Geh als ihr Freund zu ihr. Dunk. Du wirst dich wundern. Die Leute werden dumm, wenn sie jemanden mögen. So wie du gerade dumm bist. Wenn ich die Wahrheit sage. So wie ich deinem Dad? Ich dachte, er unterstützt mich. Als mein Bruder. Mit Dünk. Aber er warf mich raus. Hätte ich nichts gesagt, hätte ich vielleicht noch Familie. Du weißt, was zu tun ist. Hui. Abgeschlossen. Okay, ich sollte Finn anrufen? Nein, ich habe Zeit, um nach der Stadt zu sehen. Ja. Stufe 11. Miles, weißt du, wie viele Follower du hast, seit die App live ist? Echt irre. Ich habe ein bisschen gerechnet und ich weiß ja, dass du keine Werbung willst, aber vielleicht sollst du... Ja, sprich später mit mir. Da, guck mal, was ist das denn? Wenn am Schlag verursacht, getan zusätzlich Schaden. Das ist schön. Den nehmen wir mal. Achso, warte. Sammlungen war doch was. Social und Feed. Lol. Cool. Das da haben wir, das da haben wir. Das war's. Okay. Benchmarks. Erlangen insgesamt 100 Lufttricks EP. Okay. Freiläufer. Hör 50 mal Parcours aus. Was ist denn Parcours? Also, ich weiß, was Parcours ist. Nein. Gut. Nein, natürlich nicht. Aber, ich meine ja nur... Und? Hast du Finns Handy gefunden? Ja. Aber es ist geschmolzen, als ich Energie aus einem Nuform-Reaktor absorbiert habe. Was? Und du bist nicht tot? Kurz dachte ich, ich wäre es. Aber dann entlud sich die Energie. Ja, Moment. Was sind das denn? Räuber in lokalen Geschäften, Nebenmissionen. Oh, nehmen wir doch mal mit, oder? Wir kriegen mal 1500 EP. Ja, das Geschäften treiben wie wir Unwesen. Vielleicht dieselben wie bei Theo. Wir wollen ja leveln, ne? Wir kriegen dafür jedes Mal Gesundheit, wenn wir leveln. Das habe ich vorhin gerade erst gecheckt. Hui.
Hoppala, Entschuldigung. Huch, lass mich mal kurz runter. Da, was ist los? Spider-Man, hey, ich bin Caleb, freut mich. Hab dein Bild bei Theo gesehen. Oh, das ist der andere. Aber ich helfe trotzdem gern. Allen Geschäften in der Gegend sind in letzter Zeit Waren gestohlen worden. Papierprodukte, Kits, Desinfektionsmittel. Wir sind zu klein, um das einfach so wegzustecken. Hast du es gemeldet? Klar, aber uns nimmt niemand ernst. Camila, ihr gehört das Restaurant nebenan. Wollte es selbst in die Hand nehmen. Sie wollte zum Versandzentrum, das uns alle beliefert. Ich gehe hin. Vielleicht kann ich helfen. Danke, Spider-Man. Gut, dass du auf uns aufpasst. Oh, gerne doch. Finde Camilla beim Versandzentrum. Ist das das da hinten? Scheint so, ne? Ja. Okay. Ist auch geil, dass sie nach Taxis rufen. Awesome. Hey, Genki. Es geht um ein paar Überfälle in Harlems Einkaufsstraße. Sorry, du warst weg. Ja, ich hab Finns Handy gefunden. Aber ich find's geil, wie sie dann einfach mit der Unterhaltung weitermachen. Egal, wo ich sie unterbreche. Das ist richtig geil. Was machen wir jetzt? Onkel Aaron meint, ich soll Finn sagen, dass ich in den Underground will. So komme ich ans Nuform ran und sie kann nicht mehr... Was auch immer. Oh, siehst du ihr ins Gesicht? Ja, aber ich habe keine andere Spur. Weißt du, was wir brauchen? Sag nicht deine Wo-Kontra-Liste. Ganz genau. Pro- und Kontralisten können sehr hilfreich sein. Ja, viel Glück. Ruf an, wenn du mich brauchst. Hui. Ich mache mir auch hin und wieder Pro- und Kontralisten und ich weiß, dass ich sie mal eigentlich mal öfter machen sollte. Weil die helfen durchaus. Alter, wo ist denn dieses dumme Versandzentrum? Also unfassbar. Wow! Ja, das ging weit. Von da aus wird Calebs Block beliefert. Hui. Polizei? Was ist hier los? Zeugen zufolge wurde eine Frau von zwielichtigen Gestalten in einen Kofferraum gesperrt. Wissen wir wer? Ja, dank einer Oscorp-Kamera. Camila Vasquez. Ihr gehört Panafuerte in Harlem. Camila wurde entführt. Ich muss versuchen, sie zu finden. Aber die Polizei mag keine Störenfriede. Vielleicht helfen mir die Hinweise. Hast du schon mal eine Pro- und Kontraliste für Pro- und Kontralisten gemacht? Nee, doch nicht. Aber wäre vielleicht mal nicht schlecht. Ich habe den anderen Spider-Man ewig nicht gesehen. Jetzt vielleicht in Rente. Camila hat sich gewehrt. Muss herausfinden, wo sie jetzt ist. Was steht da? Parkquittung in Chinatown. Okay. Aber wo in Chinatown? Lässt du mich mal... Hallo? Ja, hab ich. Die neue Spinne hat die Züge wohl repariert, sagen zumindest die Leute. Dann hilft er wohl zumindest da hinten noch. Was heißt denn hier ein bisschen? Ich glaube, es hackt. Er ist im Weg. Er ist im Weg. Okay, da ist jemand im Weg. Gehst du bitte? Ja, jetzt kann ich mir den Hinweis ansehen. Nimmst du bitte den Hinweis? Steuerung, hallo. Oh, willst du mich verarschen? Ah! Ich will mich verarschen. Oh, oh. Oh, scheiße. Scheiße. Ich muss unauffälliger werden. Habe ich jetzt den ersten Hinweis schon? Ja. Na, warte, dann lass mich mal darüber. Oh, das war ein bisschen arg weit rüber. So weit rüber wollte ich gar nicht. Habe ich meine Netzschießer denn ausgerüstet? Ja. Geh mal hier hin.
Dürfte ich jetzt bitte? Danke. Eine Jacke von Davids Autowerkstatt. Die haben sie beim Wegfahren verloren. Hey, du weißt doch bestimmt, wo Davids Autowerkstatt ist. Die gibt es 12-mal in Manhattan. Auch in Chinatown? Ja, ich schick dir die Adresse. Ach, in Chinatown gibt es sie auch 12-mal? So. Okay, ich muss nach da hinten. Okay, das mit dem Talen ist echt praktisch. Hoppala. Und vor allem ist es super cool. Ich bin ja wohl der coolste Spider-Man, den es gibt. Meldung aus Chinatown. Eine Frau mit passender Beschreibung wurde in einer Gasse gesehen. Dann los. Oh nein, das ist aber nicht gut. Hey Spider-Man. Ja, zum Glück sind alle nebeneinander in Chinatown. Es glauben, dass Camila die Diebe auf frischer Tat ertappt hat. Sie haben sie entführt. Was? Bist du sicher? Leider ja. Ich will ihr gerade helfen. Oh, gut, dass du zur Stelle warst, Spider-Man. Oh, Entschuldigung. Danke. Dürfte ich mal? Danke. Huch, ich muss da durch. Sorry. Ich muss hochkommen. Oh Gott, ich liebe das. Können wir sowas bitte immer machen? Bleib mir gefälligst vom Leib! Cops! Weg hier, los! Die sitzt ja immer noch im Kofferraum. Nein, nein! Ach, was will ich das? Oh Mann! Lasst Camila gehen! Sehe ich das richtig? Camila ist in dem Auto? Ja! Das durch Manhattan rast und dauernd beinahe Unfälle verursacht? Ja! Oh mein Gott! Ach, scheiße. Was tust du denn? Schwingt er sich da 5-mal um die Ding rum? Ja, weil du scheiße bist. Oh Mann, Alter. Sollte eigentlich voll die geile Abkürzung werden. Hat nicht so ganz funktioniert. Alter! Spider-Man! Willst du mich verarschen, dass du so eine Scheiße machst? Ich bemühe mich wirklich mit der Steuerung. So. Oh lol, der ist ja da drüben. Ja, hallo, guten Tag. Ich dachte, du kommst da hinten raus. Hui! So, und jetzt nur noch dich. Nein, nein, ach so, doch. Passt schon. Auto stoppen, Auto stoppen, Auto stoppen, Auto stoppen, Auto stoppen, stopp, 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 stopp. Oh Gott. Jetzt aber die fahren doch im... Ja, die fahren immer im Kreis. Der Kofferraum muss auf. Bitte, hilf mir. Ja. Das wäre schön, wenn der Kofferraum aufgehen würde, ja. Tschüss. Hallo. Alles in Ordnung? Spider-Man, mit dir habe ich nicht... Aber diese Männer... Ganz ruhig. Jetzt ist alles gut. Oh. Diese Männer wurden dafür bezahlt, die Waren zu stehlen. Um uns in den Bankrott zu treiben. Sie lagern alles bei den Docks am FDR. Bei der Brücke. Ich hol die Waren zurück. Kommen Sie alleine nach Haus? Ja, klar. Ich rufe ein Taxi. Oh. Gracias. Du hast mir das Leben gerettet. Okay, wir gehen mal zu den Docks. Geh, geh. Aber dass die Polizei auf einmal nicht mehr da war. Camila geht's gut. Sie hat die Kerle beim Stehlen ertappt. Sie sagten, jemand bezahlt sie dafür. Ich habe recherchiert. Noch mehr böse. Ich habe eine anonyme Aufforderung bekommen, Enteignungen durchzusetzen und Camilas und Caleb's Block zu räumen. Sicher derselbe, der auch unsere Gangster bezahlt. Will er da einziehen? Sieht so aus. Könnte es bestimmt Roxxon für neue... ...feststellen zu lassen, wer
Schneidersland kaufen will. Dinger. Mann, du bist ein Genie. Ich hol jetzt die Vorräte von den Docks zurück. Ich melde mich. Also der von den Roxxon-Sachen. Damit die da Reaktoren hinstellen können. Oh, scheiße. Oh, da bin ich wieder am Boden. Am Boden der Tatsachen. Hui! FDR meinen die Franklin, die Roosevelt? Ja. Wo verstecken sie nur die Vorräte? Bestimmt. Die wissen es sicher. Wenn ich sie belausche, erfahre ich, welcher Container es ist. Warum stehe ich jetzt eigentlich hier? Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob ich noch für den Boss arbeite, wenn er mal in Harlem ist. Warum nicht? Er zahlt gut. Ein paar seiner Pläne passen mir einfach nicht. Drogen, gut. Betrug, klar. Aber er tötet Menschen. Seit wann bist du denn so zimperlich? Jeder hat seine Grenzen. Nicht hilfreich. Weil du es kannst, nicht hilfreich. Okay. Tschüss. Die reden noch, ne? Aber ich warte erst, bis meine Tarnung wieder aktiv ist. Was habt ihr mit dem ganzen Zeug vor? Entschuldigung. Friseurscheren, Serviettenhalter. Vermutlich wegschmeißen. Fang ruhig schon an. Grüner Container mit einem weißen Stern. Hm. Alles klar. Jetzt kann ich sie erledigen. Ach so, wir erledigen die auch noch. Er macht uns fertig. Wann habe ich die denn? Warum? Vorsichtig. Warum sehen die mich denn jetzt auf einmal? Jetzt komm schon raus, Spider-Man! Schlechter Tag. Lass mich mal darüber. Weil sehen sie mich nämlich nicht mehr. Ich finde dich, vielleicht sollte ich weiter hoch. Nur so als Idee. Eigentlich kämpfe ich doch, ja. Was du jetzt Wichtigeres zu tun, Spinnenkopf! Vorsicht! Hab ihn! Hallo. Hui. Wir sind in der Überzahl. Ja, das weiß ich durchaus. Oh, schön, wie sie da hängen. Kopf über. Ist toll. Ah! Tobiko macht süchtig. Ich trinke gleich. Ich trinke, DJ. Ah. Ich habe aber leider nicht mehr so viel da. Das war mehr als ein Schluck. Habe getrunken. Habt doch etwas da? Da hast du recht. Was ist los? Sind dir die Superschurken ausgegangen? Hau ab, Spinne! Wie viele habe ich denn? Da hinten habe ich noch welche. Okay. Das ist auf der anderen Seite. Hui. Schade. Ich glaube, der andere hat mich jetzt gesehen, ne? Hui, der nächste. Nee, nicht so ganz. Oh, der hat mich gesehen. Sicher, dass du mich gesehen hast? Wie man es nimmt. Ich glaube nicht, dass du mich hast. Oh, du bist ein Dicker. Dich mache ich gerne so platt. Ein Problem weniger. Haben wir hier noch welche? Ach, da ist noch einer. Wo bist du? Da. Ach, es gibt noch mehr. Ach, komm schon. Da noch, okay.
Warte. Ja, ich bin ja auch hier. Da! Guten Tag. So, jetzt brauche ich den grünen Container mit dem... Dreckskerle mit mysteriösem Boss. Null. Gut. Ein grüner Container. Grüner Container, weißer Stern. Grüner Container, weißer Stern. Grüner Container, weißer Stern. Oh, lol. Guck mal, was hier ist. War ich hier nicht schon? Hey, hier war ich schon. Ja. Ich bin in den Tunneln an Rhino vorbeigeschlichen. Vor dem laufe ich nicht mehr weg. Da ist die Kiste. Lol. So. Ja, nun ist mein Sim nach der Arbeit nicht mehr angespannt. Dafür hat er Rückenschmerzen. Ich bin fertig, ey. Nein, geh her. Ich habe den Kantmaler gerade gesehen. Der sagte hierhin. Aber es wird ein Fortschritt nach dem anderen, Momo. Ein Fortschritt nach dem anderen. Worüber die Drüse holen. Nun aber Sims. Hier lang, hier lang. Hier lang. Hä? Der zeigt in diese Richtung. Freiläufer, okay. Weißt du, wie ich das verhindere, Chi? Rückenschmerzen? Boah. Rückenschmerzen. Bett. Du brauchst ein bequemeres Bett. Ah. Ingwer? Stimmt, Ingwer hilft gegen Rückenschmerzen. Ich habe jetzt das Konzept von Arbeit noch nicht ganz verstanden. Ich werde irgendwie immer Freelancer. Oh, Entschuldigung. Wollte ich nicht. Ja, ich bin auch immer meistens selbstständig. Der Pfeil hat mich jetzt hier hingezeigt. Ich habe hier hingemacht. Also, ich habe nicht hier hingemacht, das nicht. Ja, und jetzt? Grüner Container mit weißem Stern. Ja, grüner Container mit weißem Stern. Ich glaube, ich bin gerade zu doof. Oh mein richtige Gott. Kiste. Ich muss sie nur öffnen. Echt jetzt? Steht hinter anderen Containern. Vielleicht mit dem Kran. Echt jetzt? Echt jetzt? Ich muss das Rad durchführen. Hä? Okay, ich muss wieder warten, bis mein... Okay, ich dachte, ich muss den grünen Container mit dem weißen Stern finden. Oh, ein grüner Container mit dem weißen Stern? Ja, der war zu offensichtlich. Habe ich jetzt meine ganzen Netzschütze wieder? Ja. Willst du mich eigentlich verarschen? Ich habe einfach nicht mehr genug Geld für meine Rechnungen. Das ist ungünstig, Momo. Alter. Spider-Man. Nette können Zahnräder fixieren. Okay. Geschafft. Gut, dann jetzt zum Inventar im Container. Den da oben muss es gerade richtig scheiße gehen. Spider-Man, aufheben! Im Ernst? Noch mehr von euch? Och, komm schon. Echt jetzt? Nochmal? Derselbe Quatsch.
Guck mal. Was? Ihr habt Raketenwerfer? Oh, die kommen da hoch. Das ist aber ungerichtig. Hui. Hallo. Ich hab da was. Ich mach dich fertig. Ich werde nicht zulassen, dass ihr netten Leuten das Geschäft ruiniert. Lass sie nicht an die Waren ran. Hau ab, solange du noch kannst, Mann. Dann auch kannst, Mann. Warum einen Friseurladen dicht machen? Die brauchen wir doch. Schon. Jetzt hab ich dich, Kleiner. Oh, das ist aber ungünstig, wenn du mich hast. Die fliegt mir ja nach. Alter, möchtest du bitte mit deinem scheiß Raketenwerfer weggehen? Dankeschön. Ja, du auch. Uiuiui. Was zum? Das geht dich nichts an, Spider-Man. Guck mal. Lässt du mich mal hoch? Ah, jetzt sehen sie mich ja wieder. Aber mein Finisher ist doch erreicht, oder? Ich dachte, mein Finisher wäre bereit. Obwohl, du brauchst echt lange, weißt du. Das soll ich dir mal helfen. Na komm, geh noch mal hoch. Hui. Na ja, komm, geh noch mal hoch. Na ja, ja, komm. Schau mal. Ich helfe dir wieder runter. Oh, schau mal, da ist was zum... Oh, bist du jetzt kaputt? Das tut mir aber leid. Hui. Ach, ich bale ein bisschen. Das ist egal. Man darf nicht mit Raketen auf Menschen schießen. Finde ich... Ja, ja. Sehe ich halt auch so. Das ist voll gemein. Ich habe gehört, stehen ist auch illegal. Ja. Na also, das gesamte Diebesgut. Yay. Hey Caleb, ich habe deine Sachen. Bring ein Prost, paar DJ. Dogs. Ich helfe dir beim Transport. Wir standen kurz vor dem Bankrott und dachten, wir müssten schließen. Aber dank dir geht's jetzt wieder aufwärts. Danke, danke, tausend Dank. Wenn du mal einen Haarschnitt brauchst, schau vorbei. Geht aufs Haus. Wie soll das mit der Maske gehen? Hatte schon Schrägeres. Oje, du musst auch essen. Du bist noch im Wachstum. Mira, schau jederzeit bei Pana Fuerte vorbei. Wir packen dir was Leckeres ein, okay? Vielen Dank, euch beiden. Alle in der Gegend sehen das so. Du hast uns gerettet, Spider-Man. No. Yay. Du machst gute Arbeit, Spider-Man. Sehe ich auch so. Kann ich mir nicht schon wieder was Neues kaufen? Ach, Stufe 13, nee. Ich habe nur 4 Aktivitätsmarken, jetzt sehe ich es erst. Ich dachte, ich hätte mehr. Oh. Ah, das ist sad. Oh, schade. Der Genfer-Konsortium. Ja, besteht bestimmt drin. Aber ich habe gerade tatsächlich eine Nachricht bekommen von meiner RPG-Frau, was bedeutet, dass wir fertig sind für heute. Tja, wenn man sich von der Arbeit freinimmt, kriegt man dann trotzdem Geld. Ja, das ist ein bezahlter Urlaub. Kriegst dann trotzdem Geld. Aber nur, wenn du dir einen bezahlten Urlaub nimmst. Dann ist mal mehr, hast du aber ausgegeben. Ja, danke, Jonas. Das habe ich mir fast gedacht. Aber ich dachte, ich hätte schon wieder mehr gesammelt. Nice, ja. Auch wenn wir jetzt aufhören, Momo, kannst du mich auch immer fragen wegen Sims, wenn du was nicht weißt. Ich bin ja noch am PC, ich mache jetzt bloß meinen RPG an. Bitte schön, dankeschön. Mit deiner Hilfe. Weil, ich freue mich so drauf. Gerade. Ach da, manuell. Ich komme nicht drauf klar, dass da manuelles Speichern steht. So. Wir gucken aber mal, wie weit wir jetzt schon gekommen sind. Ich fühle mich so dumm. Alles gut, Momo. Wenn man lange Sims nicht gespielt hat, ist es tatsächlich ein bisschen schwierig. Wie viel haben wir denn? 8 und 4. Alter, wir haben schon fast die Hälfte. What the fuck? Okay, wir gehen aber zurück. Und erschalten das aus. Wie fix sind wir mit Spider-Man? Das ist ja Wahnsinn. Darf man eigentlich bei der Challenge nach außen noch Mauern dazu bauen oder nur Innenmauern? Ich glaube nur Innenmauern. Außenrum nichts mehr.
Weil das ist ja quasi die Shell und du darfst ja die Shell nicht verändern. Und die würdest du ja quasi verändern, wenn du noch mehr Shells hinzufügst. Das siehst du beide auch unten links. Ah, okay. Okay, danke Jonas. Wusste ich nicht. Nur innen, oder? Ja, nur innen. Auch nicht im Keller. Nee, doch im Keller. Im Keller darfst du Wände ziehen. Außerhalb vom Keller darfst du keine Wände ziehen. Also du darfst den Keller quasi nicht vergrößern. Aber du darfst Podest, also du darfst die... Du darfst die auf Dinger stellen. Fundamente, meine Güte. Auf Fundamente darfst du sie stellen. Eieieiei. So, wir machen mal kurz hier. So. Jetzt sieht man langsam, dass ich meine Haare heute nicht gewaschen habe. Echt ekliges Ding. Also innen drin darfst du alles machen. Nur außenrum darfst du nichts machen. Du darfst auch nichts vergrößern wie den Keller. Und ich freue mich gerade voll, dass so viele tatsächlich mitmachen. Ich dachte es nicht, weil ich ja eigentlich gar keine Sims-Streamerin bin. Das freut mich voll. Aber ihr wisst es, wie es ist. Ich schicke euch weiter. Okay, dann muss ich zurück an mein Zeichenbrett. Oh, danke, es tut mir leid. Aber ich schicke euch weiter, denn der liebe Oro feiert heute sein Einjähriges auf Twitch. Und da schicke ich euch nämlich hin, der spielt nämlich gerade. Ich habe keinen Sims, sonst würde ich auch mitmachen irgendwann. Ach Jonas, vielleicht hast du irgendwann mal so Bock auf Sims, dass du es dir holst. Wir werden das mit Sicherheit noch öfter machen. So, ich schicke euch zu Oro rüber, der hat Einjähriges auf Twitch. Der spielt gerade Mario Kart mit euch allen, da könnt ihr mitspielen. Das ist zu teuer. Wenn Sims 5 rauskommt, ist mit Sicherheit Sims 4 mal richtig billig und Sims 4 ist öfter mal für einen Fünfer zu haben. Muss man nur mal aufpassen. Freuen wir uns auf Ankündigung. Ja, oh mein Gott, auf Donnerstag. Ey, ich freue mich so. Aber jetzt ganz viel Spaß bei Oro. Ich starte schon mal den Raid. Aber die ganze... Ja, den Mus brauchst du ja nicht unbedingt. Du kannst ja auch so spielen. Du kannst auch in den Challenges mitmachen, ohne dir Packs zu haben. Ich habe mit zum irgendwas... Ja, wartet da mal bis 2022 bitte. Ich habe die andere immer noch ungeöffnet hier stehen. MMOGA, glaube ich, auch circa 5 Euro. Ja, guck mal an. Wenn du dir das auf MMOGA holst, kannst du mich sogar dafür unterstützen. Sag ich irgendwann, ja, lass Zeit. Aber schön. Jetzt wünsche ich euch aber ganz viel Spaß bei Oro. Es war mir heute wie immer eine Ehre, mit euch streamen zu dürfen. Wir sehen uns am Sonntag wieder zu Mimo. Ach Quatsch, am Sonntag zu Mimo. Mhm. Am Sonntag zu Miso. Und jetzt ganz viel Spaß bei Mario Kart. Lasst ein bisschen Liebe da bei Oro feiern, ein bisschen seinen Twitch-Geburtstag. Wir sehen uns Sonntag wieder. Bye, bye. Oh.